Herzlich willkommen bei Pferdenarrisch. Heute möchte ich euch mal erklären, was ihr eigentlich beachten müsst, wenn ihr euch einen neuen Bogen gekauft habt. Meistens kommt dann eben der Bogen an sich und dazu immer noch die passende Sehne. Jetzt könnte ich natürlich gleich einfach die Sehne aufziehen und loslegen, aber ich würde euch empfehlen, erst einmal ein paar kleine Änderungen noch vorzunehmen, beziehungsweise zu schauen, ob alles in Ordnung ist, bevor es dann richtig losgeht. Damit ihr loslegen könnt, braucht ihr auf jeden Fall noch einen Checker. Das ist ein Art Maßstab oder eine Messvorrichtung für alle möglichen Maße auf dem Bogen und den werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch für unseren Nockpunkt, idealerweise jetzt fürs berittene Bogenschießen, noch ein Physiotape, Kinesiotape und für die Sehne noch ein Sehnenwachs. Alternativ oder optional können wir unseren Bogengriff auch noch umwickeln, falls der noch nicht genauso ist, wie man sich das jetzt gerade so wünscht. In meinem Fall habe ich mir jetzt diesen Bogen erst einmal angeschaut. Ich schaue mir an, ob die beiden Wurfarme in einer Flucht sind, in einer Linie sind oder ob irgendwas verzogen, verbogen ist und prüfe auch mal, ob alle Teile von diesem Bogen auch stabil sind. In dem Fall passt alles. Dann habe ich mir hier einen Bogen bestellt, der 25 Pfund bei einem Auszug von 28 Zoll hat. Das wollte ich haben, steht meistens auf irgendeinem Aufkleber drauf oder hier unten ist es irgendwo vermerkt. Müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, dass ihr auch das richtige Zuggewicht bekommen habt. Jetzt fällt mir bei dem Bogen auf, wenn ich den so in die Hand nehme, naja, das ist schon ganz ordentlich, aber mir gefällt das Griffstück noch nicht so ganz gut. Der Griff ist mir zu Also von der Haptik her noch nicht so, wie ich ihn haben will, deswegen werde ich da auf jeden Fall noch eine Wicklung drumherum machen. Und bei der Sehne schaue ich mir mal an, ob die soweit in Ordnung ist, ob alles dran ist, ob alles sauber verarbeitet worden ist, ob zum Beispiel die Mittenwicklung, also dieses Teil in der Mitte, wo man dann letztendlich auch die Finger drauf bringt und die Pfeile auflegt, ob die sauber an den Enden verschlossen sind oder ob da schon irgendwas aufgeht. Genauso hier an den Öhrchen sind die alle sauber verarbeitet. Ja, schaut gut aus. Mit der kann man arbeiten. Bei der Sehne ist es jetzt so, dass die Öhrchen tatsächlich gleich groß sind. Das ist bei vielen Reiterbögen der Fall. Die sind also identisch groß. Bei Recurve-Bögen ist es typischerweise so, dass ein Öhrchen kleiner und ein Öhrchen größer ist. Das größere Öhrchen gehört dann immer nach oben, damit man es leichter auf den Bogen spannen kann. Das kleinere Öhrchen entsprechend unten, weil man da ja eigentlich nicht den Bogen groß aufspannt. Dann kann ich mir jetzt auch noch die Mittenwicklung anschauen. Ist denn irgendwo auf irgendeiner Seite die Mittenwicklung länger als auf der anderen? Ist in dem Fall jetzt nicht so. Also hier ist die Sehne tatsächlich komplett symmetrisch. Damit ist es eigentlich letztendlich egal, wo oben oder wo unten ist. Gut, wir werden uns also in verschiedenen Teilen jetzt mit dem Bogen beschäftigen. Erstens, wie wickle ich das Griffstück? Dann, wie setze ich einen Nockpunkt, der zu meiner Haltetechnik und sowas passt? Wie stelle ich die Standhöhe ein von dem Bogen? Und wie pflege ich die Sehne, damit sie möglichst lange hält? So, die erste Aktion, die ich mit meinem Bogen machen möchte, ist, dass ich diesen Griff hier, der jetzt nur mit diesem Kunstleder voll überzogen ist, ein bisschen griffiger mache, ein bisschen angenehmer zum Halten. Und das mache ich, indem dass ich eine Wicklung anbringe. Die Wicklung mache ich in diesem Fall mit einem Kinesiotape. Das habe ich einmal in der Mitte auseinandergeschnitten, dass ich nicht so breit habe.
Und ich habe ungefähr hier ein Stück verwendet, das 80 cm hat. Das habe ich vorher mal ausgemessen, mit einem Maßband mal rumgewickelt und so gesehen, okay, ungefähr 80 cm brauche ich. Ihr könnt alternativ natürlich auch Leder zum Beispiel verwenden. Allerdings müsst ihr dann gucken, dass ihr das Leder auch mit irgendeinem Kleber irgendwo fixiert, dass es nicht aufgeht. Bei diesem Kinesio-Tape ist das natürlich relativ einfach. Ich starte, indem dass ich eine Seite mit einer Schere hier am Anfang das Tape erstmal verjünge. Also ich schneide hier so eine Spitze her. Und mit dieser Spitze beginne ich dann den Griff zum Wickeln. Ich fange unten an. Unten ist in dem Fall bei dem Bogen eigentlich fast egal. Ich nehme einfach die Unterseite dort, wo der Aufkleber ist. Ich nehme also hier das Tape runter und fange an, die gerade Seite hier anzubringen. Am besten ohne groß Zug, sonst hält es nicht ordentlich. Wenn ich das gemacht habe, kann ich hier einmal unten rumkommen. Da jetzt schon ein bisschen auf Zug gehen. So. Und dann fange ich an, den nach oben abzuwickeln. Da ich jetzt hier eine schräge Seite oben habe, kann ich den hier ganz geschmeidig nach oben wickeln. In dem Fall lasse ich ihn überlappen. Ich könnte es natürlich auch auf Stoß machen, aber das sind, bei dem Tape würde ich das nicht empfehlen. Immer schön auf gleicher Spannung halten und dann einfach nach oben durchwickeln. Falls ihr einen Holzbogen habt und lieber Leder verwenden wollt, könnt ihr zum Fixieren Ponal wasserfest nehmen zum Beispiel. Also einen Weißleim, einen Holzleim, der funktioniert sehr gut. Da müsst ihr aber darauf achten, dass wirklich alles fett und staubfrei ist, was beim Kleben natürlich immer von Vorteil ist. Und dass ihr am Ende zum Trocknen das Tape mit Zellophan oder sowas in der Richtung, also Frischhaltefolie, möglichst eng umwickelt, weil ein Holzleim oder so ein Weißleim am besten hält, wenn er Druck kriegt. So, jetzt bin ich hier oben schon angekommen. Also ihr seht, es ist wirklich schnell gemacht. Noch eine Tour rum. Und den Rest schneide ich dann mit der Schere ab. So, das war also jetzt der erste Schritt, wie ich meinen Bogen noch ein bisschen verbessern möchte. Aber hier jetzt ein Griff, der sich gut anfasst und den ich auch jederzeit mal wieder wechseln kann. Nachdem wir jetzt unseren Griff gewickelt haben, was natürlich nicht unbedingt sein muss, wenn eh schon eine hübsche Wicklung drauf ist oder wenn der Griff schon angenehm ist, schaue ich mir mal die Sehne ganz genau an. In dem Fall ist es eine Endlossehne, das heißt, es wird mit einem Garn immer wieder die Sehne hin und her gewickelt. Man sieht hier momentan die einzelnen Sehnenstränge, sieht man hier einzeln aufgefächert.
In der Regel sind es hier sowas um die 16 Stränge, die man hier zählen kann. Ihr solltet keine Sehne verwenden zum berittenen Bogenschießen, die weniger als 10, 12 Stränge hat, weil es das Ganze einfach empfindlich macht. Also sowas wie hier 14, 16 Stränge ist in Ordnung. Bei Reiterbögen ist es jetzt so, dass die Öhrchen, also die Enden, die man dann an den Bogen bringt, relativ groß sind. Ja, also hier wird es ein bisschen verdreht. Hier wird einfach nochmal Garn rumgewickelt, dass das Ganze stabiler wird. Und hier in der Mitte ist die Mittenwicklung. Also da auch als Schutz, damit eben die Pfeile und die Hand die Stränge der Sehne nicht verletzen. Ich schaue mir jetzt hier an, in dem Fall ist ja die Sehne, habe ich vorhin gesagt, komplett symmetrisch, schaue ich mir an, welches Ende irgendwo nicht ganz so geschmeidig verarbeitet ist. Das ist dann nämlich das Ende hier, man sieht es vielleicht ein bisschen, hier ist die Sehne am Ende gewickelt worden und sie hat hier so eine kleine Stelle, wo einfach das Sehnengarn oder das Mittenwicklungsgarn hier verschweißt worden ist. Ich nehme dann dieses Ende mit diesem kleinen, dieser kleinen Erhebung als unteren Teil und dann ziehe ich jetzt einfach mal die Sehne auf den Bogen und schaue, was passiert. So, nachdem ich also jetzt hier festgestellt habe, welche Seite ich nach unten bringen möchte, bringe ich die Sehne hier jetzt erstmal in die untere Kerbe hier in dem Sier und dann steige ich hier durch, in dem Fall mit dem linken Fuß und stütze hier die Sier auf meinem Fußgelenk oder auf meinem Schienbein ab. Jetzt habt ihr hier gesehen, dass die einzelnen Stränge von dieser Sehne relativ parallel zueinander liegen. Das hat jetzt den Nachteil, dass sie ihren Druck, den sie verteilen sollen, nicht gleichmäßig weitergeben. Deswegen müssen wir diese Sehne erst einmal eindrehen. Das Eindrehen passiert in dem Fall, dass ich oben jetzt hier einfach die Sehne in eine Richtung drehe. Mindestens 10 bis 12 Mal sollte eine Sehne eingedreht werden. Jetzt weiß ich hier aus Erfahrung, ich habe mehrere von diesen Bögen, dass man also ungefähr so 20, 25 Umdrehungen braucht. Die Sehne wird, also die einzelnen Stränge der Sehne werden jetzt hier verdrillt und geben jetzt den Zug und die Last, die auf die Sehne kommt, gleichmäßig weiter. Für die Drehrichtung ist es so, dass wir das sagen, bei Rechtshandschützen sollte man nach rechts drehen, für Linkshandschützen nach links. Also in dem Fall drehe ich jetzt nach rechts, weil ich hier mit rechts schieße. Wenn ich dann ungefähr so weit bin, drücke ich hier den oberen Wurfarm ein bisschen zusammen und ich habe die Sehne auf dem Bogen. Dann kontrolliere ich nochmal, ob alles gerade ist und soweit passt. Ja, schaut gut aus. Und jetzt als nächstes kümmere ich mich darum, wie groß die Standhöhe von dem Bogen sein soll. Die Standhöhe ist der Abstand zwischen dem untersten Punkt, also diesem Huppel hier, am Griff und der Sehne selber. Wie wir das machen, schauen wir uns gleich an.